Penalty. Also die Aufgabe ist ganz einfach. Du könntest uns zunächst mal sagen, was für eine Mannschaft du die Leute hier befähnen. Wow. Also ich sehe rot und blau, dann muss es eigentlich Basel sein. Et voilà. Sehr gut. Hier, wie sieht es da aus? Es könnte entweder GC oder Luzern sein, aber wenn es da noch viel Fahne hat und ein älteres Bild ist, dann ist es wahrscheinlich eine GC. Könnte aber auch FC Zürich sein, natürlich. Das ist gemein, blau-weiß. Du musst dich entscheiden, Mama. Also gut, die meisten Bilder sind bis jetzt aus den 70er gewesen, dann ist das FC Zürich. Also der Ballon steht wahrscheinlich für nichts. Unten dran rot-weiß. Es sieht noch ein bisschen neuer aus, aber viel von diesen Bildern, es gibt ja wenig, ganz wenig Bilder im Archiv von Schweizer Fußball. Und wenn, dann ist es meistens von einem Cup-Final. Und oft im Cup-Final gestanden ist der FC Sion und der ist rot-weiß. Ich sage FC Sion. Sehr nice. FC Sion. Hier jetzt hingegen musst du herausfinden, welche Person das man da sieht. Okay. Das ist der Kevin Kuhn. Absolut. Das ist wahrscheinlich der Kardiodramat. Das ist aber schwierig. Das ist sehr schwierig. Da muss ich einfach passen. Nein! Er ist da hier. Ah, das ist das Forza gewesen. Absolut. Ja, den habe ich jetzt so nicht erkannt auf dem Bild, so angezoomt. Hei, hei. Also, Zürich, 60er oder 70er Jahre. Könnte irgendein Botteron sein. Ja. Der links ist Paul Wolfisberg, das ist klar. Das ist richtig. Nebenan ist der Peter Risi. Ah, okay, der ist verstorben, aber der ist ein sehr, sehr, sehr erfolgreicher Stürmer gewesen. Welche Mannschaften spielen hier? Also das ist Deutschland-Ungarn wahrscheinlich, weil das ist der Ferenc Puskas. Das müsste in dem Fall 1954 WM-Final sein. Ungarn-Deutschland, genau wie du es hast gesagt. Also vom Logo her wäre es eben Zürich da am Boden, aber gelbe Libri sind ein bisschen ungewohnt. Und das andere, blau-weiß, geht jetzt mal auf Zürich gegen GC. Nein, das ist falsch. Nein! Mama, du hast 8 von 10 Punkten. Wie soll ich sagen, für einen Mann von deinem Kaliber hätte ich ein bisschen mehr erwartet.